Ja, auch von mir schönen guten Abend, schönen Dank fürs Kommen. Also man hat ja doch immer Sorge, dass man angekündigt wird und auf einmal ist keiner da. Ist ja auch hochgradig unangenehm. Jeder, der irgendwo mal gesprochen hat, kennt diese Angst. Ja, ist ja wie bei so einer Party, die man gibt zu Hause. Ja, das Thema Zahnarzt zum Kunsthallendirektor ist das eine, was sozusagen gewählt wurde, was ich auch spannend und richtig finde. Aber dahinter ist die Kunsthalle. Ich möchte natürlich auch über die Kunsthalle sprechen, deswegen würde ich das zweiteilen wollen. Ja, vom Zahnarzt zum Kunsthallendirektor. Das klingt erstmal ganz schön aufregend. Für mich war es das eigentlich gar nicht so sehr, weil ich habe 15 Jahre eine Praxis geführt und hatte ehrlich gesagt nachher keine richtige Lust mehr, das zu machen. Das war für mich alles gemacht, was ich machen wollte in der Praxis. Sie war groß, so wie ich das wollte, erfolgreich, so wie ich das wollte. Und es war eigentlich nur noch Bestandswahrung und vielleicht arbeitet man für den Porsche oder fürs Haus auf Hittensee oder wo auch immer für. Das waren nicht so meine Ziele. Also habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Und ich meine, das passt heute hier rein eigentlich. In Deutschland ist es ja so, dass man fragt, wie heißt du? Und dann zweite, dritte Frage ist ja, was machst du eigentlich? Und irgendwie war mir das auch zu wenig. Also immer dieses auf das, was man macht, sozusagen eingeschränkt zu werden, passt jetzt eigentlich nicht zum Vortrag, weil jetzt werde ich noch mehr auf Kunsthalle eingeschränkt als auf Zahnarzt. Aber das ahnte ich ja damals nicht. Also habe ich 2006 verkauft. Es gab auch einen etwas tragischen Moment für mich. Mein älterer Bruder ist schwer erkrankt in dem Jahr und es war klar, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat. Und da war mir diese Zeitlichkeit des eigenen Lebens wieder so bewusst und zu sagen, so jetzt mach mal einfach Schluss erstmal mit dieser Praxis. Und die habe ich dann nur verkauft und wollte eigentlich gar nichts machen erstmal. Also einfach nur Golf spielen, Freund ist vom Golf hier auch, oder irgendwas machen, einfach selbst sich finden. Ja, und dann gab es diese Kunsthalle auf einmal und ja, dann wurde ich da so mehr oder weniger reingeschubst, habe mich selbst reingeschubst und wurde dann dazu, dass ich die leiten durfte. Das fand ich auch eine ganz spannende Geschichte. Aber eigentlich, wenn ich auf mein Leben gucke, ich bin an sich eigentlich Fernmeldebaumonteur. Das ist ein Beruf, den kennt kein Mensch mehr heutzutage. Das habe ich zu DDR-Zeiten gelernt, weil ich kein Abitur machen durfte. Und wenn nichts weiß, wenn nichts kann, fängt bei Post und Reisbahn an. Also bin ich zur Post gegangen und habe dann diesen Fernmeldebaumonteur gemacht. Und irgendwann stand ich mal bei 15 Grad minus auf so einem Mast. Auch dies kennt hier kaum noch jemand. So eine Masten, wo man so hochklettern durfte. Und habe ganz doll gefroren und fand das alles ganz schrecklich. Und habe gesagt, nee, ich will was anderes machen in meinem Leben. Und habe Abitur gemacht, studiert. Und ich fand dieser Schritt, wenn ich auf mein Leben, und für so einen Vortrag, das ist das Schöne, man bereitet sich auch vor, fand ich das eigentlich viel spannender. Und diese Entwicklung für mich auch viel entscheidender war, als die dann so ein Museum zu leiten. Aber so ist das Leben. Und ich bin ja noch aus einer Generation, wo man eigentlich, wenn man einen Beruf erlernt hat oder ein Studium gemacht hat, ganz klar war, dass man das in der Firma und auch in dem Beruf vielleicht mit einer kleinen Karriere bis zu seinem Lebensende macht. Heutzutage sind die Arbeitsbiografien ja anders. Teilweise auch sicherlich schade, wenn ich die ganzen Praktikanten, PJler, Volontäre sehe, die bei uns auch sind. Das ist schon ein schwerer Job ja heutzutage, eine Festanstellung zu bekommen. Ja, und nun bin ich dann in die Kunsthalle gekommen. Jetzt, hier wurden ja vorhin auch schon mal Fragen gestellt. Erste Frage, jetzt ist sie da hinten zu sehen, aber wer kennt die Kunsthalle Rostock? Mal. Boah, das ist... Das ist super, das ist ja toll. Aber jetzt die zweite kleine Frage, war klar, dass sie ja kommt. Wer war denn schon mal drin? Nö, das ist ja unfair, das versaut mir die ganze Pointe. Aber der, ja, danke, also dann haben wir da doch was erreicht, weil normalerweise, und es ist ein junges Publikum hier, ist gerade dieses Publikum zwischen 20 und 30 die, die nicht ins Museum gehen. Das ist ganz schwer, die erreicht man nicht, das ist so, in der Schulzeit geht man hin, in der Zeit irgendwie komischerweise nicht, Studenten gehen alle geschlossen fast nicht in die Museen, aber das ist nicht nur bei uns so, das ist überall so. Und in die Kunsthalle ging eben auch keiner mehr. Das hing aus ganz verschiedensten Gründen zusammen. Die Besucherzahlen waren zwischen 25.000 und 30.000 im Jahr. Und es gab wirklich Gutachten, die gesagt haben, die Kunsthalle muss geschlossen werden. Das lohnt sich nicht. Das war in den 2000ern so ein Plan. Die Mitarbeiter waren völlig verunsichert, weil es permanent Schließungsabsichten gab. Und dann, ich bin gebürtiger Rostocker. Ich habe da das erste Mal mit Kunst aus dem nicht-sozialistischen Ausland Kontakt gehabt durch die Ostsee-Biennale. Die Kunsthalle ist der einzige Museumsneubau der DDR. Ich habe mir gesagt, das kann nicht sein, die kann man nicht schließen. Das ist auch ein toller Bau. Ich finde den einfach toll. Entweder findet man den ganz blöd oder ganz toll. Aber innen drin ist er wirklich großartig. Und habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Das geht. Die Kunsthalle funktioniert.
Ja, und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, dann mach mal. Wenn du das alles so gut kannst und behauptest, dann mach. Das war natürlich dann wirklich auch verrückt. Also das war auch gar nicht der Plan eigentlich. Und dann steht man auf einmal da und soll das machen. Und dann, ja, ich hatte natürlich schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe also den Filmclub in Rostock geleitet. Die etwas Älteren werden das vielleicht noch kennen. Das war ein sehr wichtiger Studentenclub in den 80ern, 70er, 80ern hier in Rostock. Und ich habe auch in meiner Praxisausstellung organisiert, aber das kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Museum. Und es waren städtische Mitarbeiter da, die da lange gearbeitet haben, Kunsthistoriker. Und dann kommt da so ein Zahnarzt und sagt, ich mache das jetzt besser. Na toll, das ist ein super Empfang, das war klar. Und viele haben gesagt, das ist jetzt der absolute Todesstoß für die Kunsthalle Rostock. Also die lief schon schlecht, aber jetzt, das kann es überhaupt nicht mehr sein. Also das, schlechter geht es ja nicht. Ja, und das war natürlich wirklich sehr, sehr gute Startbedingungen für so ein Projekt, die ja in Rostock auch nicht leichter sind, weil man sagt immer so 2-4% sind kunstinteressiert. Deswegen war ich so erstaunt, dass so viele da sind. In Rostock sagt man 1,8%. Also war klar, wir müssen ein bisschen was anderes gehen. Wir können nicht auf klassische kunstmuseale Ausrichtung gehen, sondern müssen ein bisschen besucherorientiert denken. Und da war es vielleicht auch ganz gut, dass ich eben nicht Kunsthistoriker bin, sondern Zahnarzt. Weil ich besucherorientiert, patientenorientiert, praxisorientiert, wie auch immer, arbeiten kann und denken kann. Und ja, dann ging es los. Ich muss mal sehen, ob das jetzt hier zu sehen ist. Das war ein großes Glück. Wolfgang Job. Die Ausstellung war schon vor meiner Zeit geplant, war aber kurz vorm Canceln. Und ich bin da dann reingekommen, bin dann zu ihm nach Potsdam gefahren und da war auch der erste Spaß für mich gleich, bei ihm da schön auf der Terrasse in Potsdam zu sitzen, mit ihm Wein zu trinken und so ein Projekt zu besprechen. Das war natürlich auch toll. Das ist ein grandioses Erlebnis gewesen. Er sah damals auch noch gut aus und ist wirklich ein sehr gebildeter Mann. Ist wirklich traurig, dass er sich selbst so in so eine Ecke drückt. Das ist eigentlich schade. Also das, den dafür zu begeistern, nach Rostock eine Kunstausstellung machen zu können, war für ihn toll, weil er Künstler werden wollte in der Zeit und für uns toll, natürlich besseren Auftakt kann man nicht haben als mit Wolfgang Job, was Massenkompatibilität angeht. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Toll, da. Das ist so ein Blick mal in diese Ausstellung, also es war wirklich eine sehr eindrucksvolle Ausstellung und war ein wirklich guter Auftakt. Der zweite Auftakt war, ich habe den Chef der Ostsee-Zeitung, der Lokalredaktion, kennengelernt, mit ihm gesprochen, bin mit ihm Wein trinken gegangen. Das war Andreas Ebel, der jetzige Chefredakteur, und der hat gesagt, also mit dem haben wir dann zusammengesessen, Wein getrunken. Ich sage, die Rostocker kennen zwar die Kunsthalle, sie lieben aber nicht mehr die Kunsthalle. Was machen wir? Und da sind wir auf die Idee gekommen, Rostock kreativ zu kreieren. Das ist eine Ausstellung, wo jeder, der sich in der Lage fühlt, sein Bild abgeben kann. Und wir hängen das auf für ein Wochenende. Und ja, das war eine wirklich sehr gute Idee, die wir da beide entwickelt haben. Beim ersten Jahr waren 250 Leute und glaube 6.000 Besucher am Wochenende, was grandios ist. Und im letzten Jahr waren es, also in diesem Jahr waren es 650 Besucher und fast 650 Abgeber und fast 15.000 Besucher. Für anderthalb Wochen, das ist ein grandioses Ergebnis. Und damit haben wir es wieder geschafft, so ein bisschen die Herzen der Rostocker und Umgebung für uns zu gewinnen. Zweiter Punkt, und freue mich, dass ich heute bei OSPA bin. Die OSPA war das erste Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir finden das verrückt, dass da so ein Verrückter ist und der da wirklich was Schwung reinbringt in das Haus. Und 2010 haben die gesagt, wir machen euch zum Leuchtturmprojekt. Und das war gut, weil dann andere Firmen aufgesprungen sind. Weil sie haben gesagt, boah, wenn die OSPA das macht, verschenkt das Geld auch nicht, dann scheinen die ja doch das ernst zu meinen, was sie da vorhaben. Und das war sehr wichtig, weil Museen in Deutschland, oh, 3 Minuten nur, sind relativ gut finanziert, das ist die Kunsthalle auch, alles bis zu dem, bis die Ausstellung beginnt. Es ist fast nirgendwo eben Ausstellungsetat da. Wir hatten einen Ausstellungsetat von 10.000 Euro, also D-Mark damals. Und damit kann man fast gar nichts machen. Und so ist das eben das Problem. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen auf die Bandbreite eingehen, weil es geht natürlich, so ein Haus kannst du nicht nur mit Rostock Kreativ füllen oder mit Wolfgang Job. Das war eins der für mich bewegendsten Ausstellungsprojekte, Pingo Ergo Sum, ich male also bin ich. Das war eine komplett gelähmte Frau hier, Angela Jansen, die bei uns 2 Monate gelebt hat und Kunst gemacht hat mit ihren Hirnströmen. Das war ein Projekt, das ging für mich extrem unter die Haut, war sehr philosophisch, wurde extrem kontrovers diskutiert, zeigt aber so die Bandbreite für mich auf, wo ein Kunstmuseum auch stehen sollte. Neubisky, Zentrifuge. Neubisky ist einer der ganz wichtigen deutschen Künstler.
Und das war für uns diese Ausstellung mit ihm, die uns in Deutschland den Durchbruch gebracht hat. Also die ganze deutsche Presse hat darüber berichtet. Wir hatten eine tolle Ausstellung. Es sind wirklich aus ganz Deutschland für diese Ausstellung welche nach Rostock gereist. Das ist erstmal auch eine besondere Leistung, glaube ich. Und das hat uns in der Kunstwelt wieder den Namen geschafft. Das ist der White Cube. Das war auch eine Sache, die wir geschafft haben. Wir haben diesen Innenhof der Kunsthalle überdacht bekommen und dann haben wir ihn weiß ausgekleidet. Ein 60 Quadratmeter hoher Raum. Die meisten kennen ihn ja, sie waren ja schon da. Und Norbert hatte eben diese Installation gemacht, bisschen nach Caspar David Friedrich, war eine Soundinstallation von Henrik Schwarz drin. Ein Bergheim-DJ, war ein grandioses Erlebnis. Ranking, da waren auch sehr viele da. Das Bild wurde extrem gepostet. Diese unglaubliche Installation, auch im White Cube. Auch das fand ich war eine sehr faszinierende Arbeit. Und ein ganz anderes Spektrum, wieder ein Modefotograf, der aber auch sehr künstlerisch ambitioniert arbeitet. Und der hat uns diese Arbeit geschaffen. Der hat das in London fotografiert. Das war wirklich grandios, der das gesehen hat. Man fühlte sich sehr, sehr klein, auch in diesem Raum auf einmal. Chiara Sciotta läuft noch bis Sonntag, kann ich wirklich nur empfehlen, eine tolle Installation, 23 Kilometer Wollfäden, 10 Tage, 10 Stunden, 10 Leute haben diese Installation gebaut, ist noch bis Sonntag zu sehen, es sind 3000 Dankesbriefe drin, versponnen worden, finde ich auch sehr schön, da sieht man das nochmal. Das ist das, was jetzt, wie es weitergeht, Schaudepot, hier war Richtfest am Sonntag. Und damit geht es weiter. Diese Vision der Kunsthalle geht in den Park. Freue ich mich auch drüber. Ship of Tolerance wird nächstes Jahr gemacht. Ich würde mich freuen, wenn da viele der Anwesenden uns unterstützen würden. Ein sehr wichtiges Kunstprojekt. Könnte ich bei einer Frage noch darauf antworten. Das bin ich und Wolf und Öcker zusammen. Öcker ist der wichtigste Künstler Mecklenburg-Vorpommerns. Und wir hoffen, dass wir den Öcker-Kasten bekommen, der hier zu sehen ist im Modell. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ja.